Das ist doch was Falsches, oder? Was wollt ihr denn haben? Ich will hier ein großes Leuchtfeuer hinbauen. Zack. Nee, aber das ist halt... ich habe auch so das Gefühl, dass je mehr man so im Internet verbringt, desto mehr verblödet man, was die deutsche Sprache angeht. Wie oft ich mittlerweile Dinge nachgucken muss. Unglaublich. Die Frage ist nur, wo können wir denn Weizen anbauen? Die Frage ist, was habe ich denn hier eigentlich? Aber doch, das ging doch, oder? Ich glaube, das ging nicht. Das ist fürchterlich. Ich kann hier, auf diesem Boden kann ich gar nichts anpflanzen. Da müssen wir es eben importieren. Du hast seit fast 9 Jahren einen Twitch-Account. Gut, jetzt müsste man ja erstmal... was ist das jetzt? Da sind irgendwelche Anmerkungen, oder? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Was ist denn das? Warum ist das jetzt blau geschrieben? Nach 9 Jahren, wie viele Millionen Subscriber und alles hat man dann? Weil da ein @me davor steht. Du hast ja jetzt selber geschrieben. Das ist ja schön, ich bin ja in einem Alter. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Gibt gar kein, wenn man nicht streamt, sondern nur zuschaut. Was? Man kann auch nur zuschauen? Ich dachte, man muss hier streamen. Nein, nein, nein. Das ist ja mein Ausgleich zu meiner sonstigen Arbeit. Ich finde das ja schön. In Ruhe streamen. Also, Lebensmittelproduktion haben wir. Was müssen wir als nächstes machen? Ja, nicht? Ich habe immer verstanden, man muss streamen. Aber wenn das so ist, dann höre ich auf. Ciao! Nee, es ist tatsächlich so, dass ich gar selten zum Zuschauen komme. Aber froh bin, selber zu streamen. Ich bin kurz vor gleich morgen ran an den Speck. Aber sowas von du. Ich war irgendwas um 23.30 Uhr zu Hause und dachte, machst du doch noch so ein bisschen Kobi Factorium. Das brauchst du ja eh für deinen YouTube-Kanal. In den nächsten Tagen wieder. Kannst du auch mal eben Nachtgeflüster streamen. Ist halt das Blöde, dass der Shutdown so langsam zu Ende geht. Weil das war für mich schön, da musste ich nie arbeiten, da konnte ich immer nachts streamen. Finde ich schön. Da ist nicht so voll, weißt du, mit 72 Followern kannst du dir vorstellen, da kommst du ja gar nicht mehr zum Spielen. Du bist ja nur noch im Chat und so. Nachts ist da einfacher. Mein Overlay und so weiter ist eigentlich für Planet Zoo ausgelegt. Denn hier würde ich alles Wichtige verdecken. Deswegen streame ich heute auch mal ohne Cam und so weiter. Ja, als in der IT tätiger, irgendjemand musste doch ausbaden, dass die Infrastruktur in Deutschland so saftig bescheiden ist. Als IT hat man doch immer was zu tun, oder? Ey, wieso? Ey, du kannst doch nichts dafür. Das sind doch ganz andere Leute, die dafür so gesorgt haben, dass unsere Infrastruktur in Deutschland bescheiden ist. Wenn ich mir überlege, dass... ich komme immer auch nicht auf den Namen. Wer ist er denn nochmal? SPD-Bundeskanzler vor Kohl. Aber wenn man alt wird, ne? Oder ist die Uhrzeit? Schmidt? Ja. Helmut Schmidt, natürlich. Der hätte dafür gesorgt, dass wir alle innerhalb von 30 Jahren Glasfaserkabel kriegen. So Anfang der 80er. Und dann kam Helmut Kohl von der CDU und hat gesagt, nein, wir machen Kabelanschluss.
Ja. Arbeite in einem Forschungsinstitut, deshalb habe ich keine Corona-Pause. Fraunhofer-Institut oder wer steckt dahinter? So, jetzt müssen wir irgendwie hier reinkommen, ne? Kriegen wir das denn hin? Verbau die Leuchtfeuer, als wenn sie nichts kosten würden, weißt du? Ich wundere mich, dass auf dieser Insel gar keine Feinde sind. Oder bis jetzt jedenfalls noch keinen gefunden habe. Julius-Kühn-Institut. Hat zwar was mit Pflanzenforschung zu tun, aber wir hosten deren Server. Kenne ich nicht. Julius Kühn sagt mir nichts. Ist ja wieder so ein Bundesinstitut, was? So, sowas, so eine Splittergruppe wie Robert Koch. Kennt keine Sau. Aber dann, wenn eine Krise ist, zack, sind sie da. Nein, Robert Koch kenne ich natürlich. Mit wem war Koch denn noch im Streit damals? Robert Koch als Virologe? Mit wem hat er sich denn angelegt? Fresenius oder so? Und dann hat der Kaiser irgendwann sich für Koch entschieden. Irgendwie so war das. Pflanzenforschung. Sind das so Leute, die dann dafür sorgen, dass wir mehr Ertrag haben? Ein random Fact am Rande. Die Aibophobia ist die Phobie vor Wörtern, die vorne wie hinten gleich sind. Aha. Ja, ja. Mhm. Wer denkt sich sowas eigentlich aus? Manchmal habe ich das Gefühl, da leben ganz fiese Menschen auf unserem Planeten, die sich sowas einfallen lassen, oder? Ich habe das schon wahrgenommen, ja. Ich lese das jetzt mal nicht vor, was du geschrieben hast, weil mir ist das sofort aufgefallen. Ich dachte, ja, ja, das passt schon wieder. Für alle anderen, ich lese es nochmal vor. Aibophobia. Ja, ja. Ich sag ja, wer lässt sich sowas einfallen? Auch, ich kann es nicht aussprechen, ne? Aber diese Angst vor langen Wörtern, das ja so ellenlang ist, dass du es dir einfach nicht merken kannst, also ich nicht, ist doch auch so ein richtiger Assi-Move, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich könnte es nachschlagen, aber ich muss mal eben gucken, wenn ich hier was hinstelle, dann habe ich ein Problem, ne? Muss ich hier hinstellen. Anatidaiphobie ist die Angst, irgendwie irgendwo von einer Ente beobachtet zu werden. Ja, aber da kann man sich nicht drüber lustig machen. Das ist wirklich Horror. Stell dir vor, du bist da an einem Teich und plötzlich beobachtet dich eine Ente. Also das ist, Spinnen gehen ja, Schlangen auch, aber eine blickende und glotzende Ente? Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Muss ich ehrlich sagen, also das ist auch kein Spaß. Das ist schon gefährlich, ja. Ja, ja, die Phobien, ich weiß, das ist so eine Geschichte, ne? So, dann gucken wir noch mal. Ja, ja, richtig. Hippopotomonstrosicuipedaliophobie. Das ist die Angst, genau. Irgendein grausamer Psychologe hat sich dafür das 36 Buchstaben-Ungetüm Hippo, das kennen wir ja noch, ne? Hippo ist ja hier so Flusspferd und so, ne? Potomonströses oder Monstroses, ne? Monströs. Kipedaliophobie. Ich sag ja, Menschen gibt es unglaublich. Gut, dass wir da anders sind.
Wir streamen lieber. So. Das muss doch anbleiben. Das ist, wenn man so viele Tablets auf dem Schreibtisch hat. Aber jetzt mal ehrlich, wer denkt sich denn so ein Wort aus? Das ist doch ein Verbrechen. Die können das mal hier schön abbauen. So. Hier ist noch Öl. Dann bauen wir hier noch ein Ölpümpchen hin. Das könnte sogar passen. So. Auch dahin. Damit unsere Gefährten auch ein wenig Öl haben. Ja, die fressen mir die Haare vom Kopf, habe ich das Gefühl hier. Und Erdbeeren wollen sie alle nicht mehr, weißt du? Jetzt produzieren wir so viel Erdbeeren hier. Wir können aber mal Folgendes machen. Wir stellen die einfach auf Tomate um. Ja. Tomate. So. So, genug von Phobien. Was hast du noch? Keraunotintophobie. Ist übrigens die Angst vor herabstürzenden Satelliten. Naja, so wie unsere Ingenieure auf der Welt arbeiten, muss man da durchaus Angst vor haben. So, genug von den Phobien. Was kann man hier denn sonst noch so alles für Spiele erwarten? Ja, das ist relativ einfach. In meinem Single-Streams habe ich entweder Cubifactorium, das wird aber nicht mehr ganz so lange sein, noch die letzten Inseln, wobei ich mir immer sehr viel Zeit für die Inseln lasse, oder Planet Zoo ist zurzeit noch der andere. Dann kann es durchaus passieren, dass ich zwischenzeitlich noch so ein paar Spiele, die ich von irgendwelchen Publishern bekomme, entweder im Stream eben anspiele oder was Längeres rausmache. Da gibt es also die verschiedensten Spiele, die da auf einen zukommen können. Und dann haben wir in der Regel den Funny Samstag. Da spiele ich mit dem Niklas zusammen. Aktuell für YouTube nehmen wir sozusagen im Stream auf. Green Hell. Fallout 76. Prison Architect. Sea of Thieves. Immer so im Wechsel. Und oft mittlerweile haben wir auch den Funny Sonntag, wo wir dann eben eins dieser Spiele nehmen. Es kann jetzt noch GTA 5 dazukommen, weil unsere Vierer-Spielegruppe natürlich das Angebot genutzt hat und das kostenlose GTA bei Epic sich alle organisiert haben, sodass das auch noch dazukommt. Also da ist schon ein Mix drin und alles, was noch so zusätzlich kommen kann. Also ich denke, da ist ein wenig Abwechslung durchaus zu erwarten. Ja. Und dann darf man natürlich auch immer mal wieder Wünsche äußern. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe so viel zurzeit in der Pipeline, das wird Monate dauern, bis ich da mal endlich hingeschwenkt komme. Weil ich ja auch mit den Publishern mitunter, naja, die müssen ja auch irgendwann mal gespielt werden, die Spiele. Weil sonst kriegst du ja nichts mehr geschenkt, weißt du? Muss ja was leisten. Ja. Aber ansonsten immer bunt gemischt, auch mal gerne Indie-Titel, die vielleicht nicht so bekannt sind. Einfach... Naja, damit man Spaß hat. So, und dann komme ich so Hollow Knights, Shovel Knights, Dark Souls. Ja gut, das wird vielleicht nicht ganz mein Genre sein. Zwei davon kenne ich noch nicht mal. Hollow Knight und Shovel Knight sagt mir nichts. Aber Dark Souls sagt mir natürlich was. Das spielt einer aus unserer Gruppe sehr gerne. Und ich habe ihm einmal dabei ein paar Minuten zugeschaut. Er wollte mir das zeigen. Und der ist so ausgeflippt, dass ich gesagt habe, für mich kann das nicht sein. Wo ich doch immer so ein zartes Stimmchen habe. Ja, und aus der Gruppe der nicht schönen Wörter sehr viel finde, was ich so rausbrüllen kann. Verdammte Scheiße. Ne? Also, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber grundsätzlich steht natürlich, ja, gewissen Spielen nichts im Weg.
Hollow Knights ist wie Dark Souls, nur in 2D. Ich glaube, das macht es für mich nicht besser. Da kriege ich Herz, oder ich mich auf, verdammte Scheiße. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich den richtigen Ton treffe, nicht?